Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich befinde mich auf dem St. Galler Klosterplatz mit dieser ganz herrlichen Barockkathedrale und Fassade. Wir haben hier eine neue Baustelle. Ein kleines Hütchen wird gebaut, ganz schlicht und einfach, nach einer Technik, wie wir sie kaum kennen, mit der wir etwas nachbauen möchten, nämlich die Zelle des heiligen Gallus, als er vor 1400 Jahren hier angekommen ist und hier die Botschaft von Jesus verkündet hat. Was hat ihn getrieben? Nichts anderes, als was wir jetzt in diesen Tagen feiern, nämlich die Begeisterung für Jesus Christus, den Auferstandenen. Wie hier, zurück zu den Ursprüngen, heißt es für uns auch, immer wieder zurückzukehren zu den Ursprüngen unseres Glaubens. Und da kommen wir mit den Jüngerinnen und Jüngern am Ostermorgen zum leeren Grab. Und es ist entscheidend und wichtig, dass wir wie Maria Magdalena, wie die Emmaus-Jünger und wie Thomas den Auferstandenen neu erkennen und in dieser Beziehung auch neu wachsen. Zurück zu den Fundamenten heißt für uns Christen ganz wesentlich, mit Jesus in Jerusalem mitzugehen, vom Karfreitag bis zum Ostermorgen. Der Karfreitag, an dem viel Trauer und Schmerz da war, Abschied und Verzweiflung, dann die Lehre des Karsamstags und die Ereignisse am Ostermorgen mit den Begegnungen, wie zum Beispiel Maria von Magdala. Sie kommt zum Grab und findet es leer. Da begegnet ihr aber der Gärtner, wie sie meint. Und als er sie anspricht und mit Namen anspricht, Maria, da erkennt sie ihn als den Auferstandenen. Sie wird zur Zeugin dieses Glaubens bei den Aposteln. Jesus hat die Apostel zum Glauben geführt. Glaube ist immer ein Geschenk, auch der Osterglaube für uns ist ein Geschenk. Wir müssen uns aber bewusst werden, dass diese Geschichten nicht nur lang erzählte historische Begebenheiten sind, sondern es ist Botschaft in unser konkretes Leben hinein. Der Auferstandene will mich ansprechen mit meinem Namen und er will von jedem von uns, dass er oder sie ihn bezeugt in der Welt, und zwar nicht nur mit Worten, mit schönen Sätzen, sondern mit Taten. So wünsche ich uns allen, dass wir, wenn wir das Osterlicht in der Kirche, aber auch in unseren Häusern entzünden, etwas von diesem Glanzvollen in unser Leben kommt, etwas von der Freude am Glauben, am Christsein, etwas, was ausstrahlt, auch in unsere Umgebung, in unsere Welt hinein. Und ich wünsche Ihnen und mir auch, dass Ostern wieder neu ein Aufbruch wird, als Christinnen und Christen in dieser Welt ihn, den Auferstandenen, als den Lebendigen zu bezeugen. In dem Sinn ein gesegnetes, frohes Osterfest. Musik.